deutscher Sicht mit Arndt Peiffer und Magdalena Neuner. Später, dieser Herr in Gelb und Rot, heißt Martin Fourcade, ist sicher einer, den wir auf der Liste haben müssen, führt die Gesamtwertung des Weltcups an, denn auch darum geht es hier in diesen Rennen, in diesen Weltmeisterrennen und auch die Disziplinwertung, daher der rote Teil seines Trikots. Der Siegerehrungen haben sich mächtig gefreut und gerade Jakob Fack hat eine tolle Schlussrunde hingelegt, sehr, sehr schnell unterwegs gewesen. Der kann hier auch so etwas wie für eine Überraschung sorgen. Simon Fourcade, ganz traurig gewesen nach der Mixstaffel, hat uns erzählt, er wollte eigentlich gar nicht starten. Er hat das immer, dieses Phänomen, diese Nervosität vor den Großereignissen, vor dem ersten Rennen. Doch der Trainer hat gesagt, doch, du bist gut drauf, du gehst da rein, das Ergebnis. Und jetzt geht es gleich los für den Stärkeren der beiden Fourcade-Brüder. War, als er kam, der Jüngere, in den Weltcup-Zirkus gar nicht so leicht für den Älteren, das zu akzeptieren. Er ist der konstantere Martin Fourcade. Sie trainieren eigentlich sehr ähnlich. Gleiche Umfänge in gleicher Qualität. Diese Freude und alles streichen, was vorgestern war. Simon Fourcade, schauen Sie hin, 5,7 Sekunden schneller noch seine Angangszeit. Weltmeister, die 37. WM-Medaille war das für Ole Einar Bjørndalen. Die erste gab es für ihn schon 97, unglaublich. Und Simon Fourcade, der hält das Tempo. Laufen unglaublich schnell beide Fourcades. Das zeigt auch, schaut, da ist der Slowene Fack. Ja. Das ist ja wahrlich kein langsamer. Und der ist 30 Sekunden vor Simon gestartet. Also das ist schon außergewöhnlich. Und jetzt, da geht es dieses steile Stück noch rechts rum. Das tut richtig weh. Und jetzt brennen die Lungen und die Oberschenkel und dann geht es in die Abfahrt. Aber jetzt Start Nummer 1 auf Bahn 4, 3. Auch heute wieder diese Probleme mit der Sonne. Das sind die Windverhältnisse. Hat keinen Schutz. Beide Augen offen. Emil Heckle-Svensson eröffnet die Schießeinlagen. Gleich mit einem Fehler. Strafrunde für Emil Heckle-Svensson. Alles andere als eine gelungene Basis. Zuletzt nicht ganz zufrieden mit dem Schießen. Und jetzt wird es hier hin und her gehen. Fehler Simon Fourcade, auch Fack schon mit einem Fehler. Und der Franzose zweimal in die Strafrunde. Jakob Fack, der Slowene, muss diese einmal umrunden. Also hier ist viel, viel Feuer drin. Sicher auch ein Stück weit ein bisschen der 0,1 Sekunden sein Rückstand, obwohl er alles getroffen hat. Martin Fourcade, auch der lässt eine Scheibe stehen. Ja, bemüht, schnell zu schießen. Gleich die erste, wollte nicht fallen. Martin Fourcade, 150 extra Meter, auch für einen der Mitfavoriten. Und Emil Heckle-Svensson ist schon wieder zurück. Jetzt also stehender Anschlag für den Norweger. Und er braucht jetzt schon mal die Null. Und da hat man es vielleicht ein bisschen gespürt. Er hat schnell geschossen, durchgezogen. Bis vor dem letzten Schuss ist ihm da ein wenig der Gedanke in den Kopf gefahren, den man nicht haben sollte. Das ist er jetzt. Hat gezögert und es geht schief. Aber das ist einfach dieser Druck und das, was hier drin steckt in diesem WM-Rennen. So eng beieinander, so geballt in den ersten beiden Startgruppen. Das gibt es ganz selten. Simon Fourcade ist der Zweite. Vor ihm Jakob Fack. Fack fehlerfrei. Und jetzt auch Simon Fourcade, aber der eben schon die Last dieser zwei Fehler aus dem liegenden Anschlag mitnimmt. Svensson momentan noch der Führende vor Ustjugov. Wie gesagt, der Russe ja mit zwei Fehlern. Jetzt Jakob Fack, der ihn verdrängt. Und auch Simon Fourcade setzt sich da vorne rein. Und Emil Heckle-Svensson ist schon wieder zurück. Jetzt also stehender Anschlag für den Norweger. Und der braucht jetzt schon mal die Null. Ja,
Und da hat man es vielleicht ein bisschen gespürt. Er hat schnell geschossen, durchgezogen. Bis vor dem letzten Schuss ist ihm da ein wenig der Gedanke in den Kopf gefahren, den man nicht haben sollte. Das ist er jetzt. Hat gezögert und es geht schief. Aber das ist einfach dieser Druck und das, was hier drin steckt in diesem WM-Rennen. So eng beieinander, so geballt in den ersten beiden Startgruppen. Das gibt es ganz selten. Simon Fourcade. Der zweite. Vor ihm Jakob Fack. Fack fehlerfrei. Und jetzt auch Simon Fourcade, aber der eben schon die Last dieser zwei Fehler aus dem liegenden Anschlag mitnimmt. Svensson momentan noch der Führende vor Ustjugov. Wie gesagt, der Russe ja mit zwei Fehlern. Jetzt Jakob Fack, der ihn verdrängt. Und auch Simon Fourcade setzt sich da vorne rein. 2,3 Hofer. Auch das ein schneller Junge. Und Martin Fourcade mit einem weiteren Fehler. Also im Kampf mit Emil Hägle-Svensson. So hauchdünn sein Vorsprung in dieser Phase des Rennens. 300 extra Meter musste er absolvieren. Martin Fourcade hilft nichts. Der Mann bleibt vorne. Und da haben wir Emil Hägle-Svensson. Der Erste, der hier ins Ziel reinkommt mit den zwei Fehlern. Die Nummer 1 setzt die erste Zeit. Und bei den vielen Fehlern, die wir gesehen haben, bin ich sehr, sehr gespannt, ob er sich nicht doch am Ende da vorne halten kann. Sie unten laufen die Namen durch, alle eng beieinander. Simon Fourcade kommt ein. Also auch er mit zwei Fehlern wie Svensson kann dessen Zeit nicht unterbieten. Der Norweger bleibt vorne. Und Simon Fourcade übernimmt hier die zweite Position. 20,3 Sekunden hat er bekommen vom Norweger. Also zweiter Platz. Läuferisch. Und jetzt bei seiner ersten WM. Martin Fourcade. Schauen Sie auf die Zeit. Sehr gut. Der wird das hier unterbieten. 15,1 Sekunden sein Vorsprung gegenüber Emil Hägle-Svensson. Danach sein Bruder Simon Fourcade. Björn Ferry. Ja, läuferisch kann er da nicht ganz mithalten. So eine gute Basis gelegt. Martin Fourcade hat hier zugeschaut auf dieser Leinwand. Also, Tarje Böhl, so gut begonnen, alle Scheiben getroffen. Man daneben fehlerfrei geschossen, ja. Der ist noch gut unterwegs. Ja, sehr schnell. Gute Laufzeit. Oh, der könnte heiß sein. Ja, Karl-Johan Bergmann. Ja, ja. Da haben wir einen weiteren Kandidaten, der hier mitspielt. Um die Medaillenplätze, Karl-Johan Bergmann, der Doppelsieger im Sprint der Saison. Gleich zu Beginn in Östersund und dann am zweiten Weltcuport in Hochfilzen. 2,4 Sekunden liegt er in Führung. Heute bemüht, da noch ein wenig Motivation reinzugeben. Und schauen Sie, Karl-Johan Bergmann verliert. Wieder ein paar Sekunden. Jetzt sind schon 6,6 der Rückstand. Das ist dieser Anstieg hoch, der wirklich wehtut, die letzten 30 Meter. Hier kommt die Steilheit gar nicht so zu tragen. Und hier sehen wir Martin Fourcade und rutschen hier. Und die beiden beobachten das natürlich. Martin ist... Ja, und Daniel Mesotic, ja, ja, er glaubt, kämpft er gegen die von Emil Hägle-Svensson. Martin Fourcade bleibt vorne. Na, wie weit ist es noch? Emil Hägle-Svensson bleibt Zweiter und Karl-Johan Bergmann stößt Daniel Mesotic vom Podest. Gratulation, tolles Rennen, keinen Fehler gemacht. Und der Österreicher zieht von dannen, aber der muss sich überhaupt nicht grämen. Klar, die Medaille durch die Finger gerutscht, aber hat ein super Rennen gemacht. Und Martin Fourcade, jetzt nimmt er es an. Jetzt auch ein Sprint. Der Titelverteidigerin Magdalena Neuner. Und da haben wir die beiden, den Weltmeister links, Martin Fourcade, und den Zweitplatzierten Emil Hägle-Svensson. Martin Fourcade, ich habe es angesprochen, darf das gelbe Trikot behalten. Führt ja nur hauchdünn vor diesem Rennen.
rüber an strahlend blauem Himmel. Und die beiden, die müssen es heute richtig lange aushalten bei diesem großen Starterfeld. Emil Eccles-Svensson schon runtergesunken. Sitzen hier in dieser Winners Lounge, die vorgehalten wird für die Medaillengewinner. Wenn der Letzte im Ziel ist, dauert es nur noch ein paar Minuten. Dann gibt es hier die Flower Ceremony für Martin Fourcade, für Emil Eccles-Svensson und Karl-Johan Bergmann am Abend dann im Champions Park.